Hallo Leute, ich bin der Bilarion und ich will heute mal meinen Let's Play Einstand geben. Zumindest werde ich es versuchen. Für den Anfang dachte ich mir, wäre ein kurzer Mario-Hack, der vielleicht in einem Video abgehandelt werden kann, am besten. Darum spiele ich jetzt Codename Castles Hack, was nur eine Demo ist, da er nur aus drei Levels besteht. Ich wollte ihn eigentlich blind spielen, hab das Ganze aber nicht geschafft, wie man sieht, sondern ich habe die erste Aufnahme versaut. Darum ist es nicht mehr ganz blind. Ich werde hoffentlich nicht mehr ganz so schlecht spielen wie beim ersten Mal. Ich bin allein schon in diesem Eröffnungsscreen beim ersten Mal fünfmal gestorben und habe am Ende Save Games, Save States im Eröffnungsscreen verwendet. Und das ist nicht gut. Gar nicht gut. Naja, welcome to the Castle Hack. Thanks for Sandy and KT for help, Yoshi. Scheinbar ist Yoshi der Hauptentwickler. Egal was woanders steht. Sonst könnte Yoshi da ja nicht unterschreiben. Man sieht, alle drei Levels sind direkt erreichbar und Yoshis Haus ist unter Wasser und ist größer. Ja, in dieser Zone, drei Levels, Training Level, Minitrap and Castle. Yoshi. Das, wie man schon hört, gibt es definitiv Secrets. Ich habe beim ersten Mal durchspielen nur diesen hier gefunden, der zugegebenermaßen nicht allzu versteckt ist. Soweit ich das gesehen habe, sind die neuen oder geheimen Ausgänge auch keine extra Level, sondern sie sind halt nur extra Ausgänge. So. Jetzt mal so ein bisschen nachdenken. Nächstes Problem von mir. Einfache Sprünge. Ich habe nämlich allzu viele Mario Hacks gespielt. Einen Haufen angeguckt, okay, aber selbst gespielt eher weniger. Natürlich am Original. Virtual Mario habe ich mal durchgespielt, aber sonst noch nicht so viel. Verzeiht mir, wenn ich schlecht bin. Für die Stelle habe ich eben schon 2 Minuten gebraucht, also es hat sich gelohnt, neu aufzunehmen. Und diese Stelle hat mich schon Nerven gekostet, denn manchmal rennt Mario brav drüber. Und manchmal versagt er fürchterlich. Ich werde hier viel mit Safe States arbeiten, weil ich euch tausendfache Tode durch Verpatzen von einfachen Sprüngen ersparen will. Und glaub mir, ich hatte ja 1000 Tode. Der Großteil natürlich aufgrund von Dummheit, so wie gerade oder gerade. Oder gerade. Und ja. Timing ist alles. Das hier hat mich auch ein bisschen auf Trab gehalten. Leider hilft es nichts, ihm Platz zu machen. Sondern man muss das Teil als Verlängerung nehmen und in einem durch. Der Hack an sich ist eigentlich ziemlich leicht, hat auch nicht besonders, aber es gibt 3 Stellen, 4 Stellen, wo man halt diesen getimten Drehsprung braucht und naja, das ist so die einzige Schwierigkeit. Wenn man sich nicht gerade blöd anstellt, aber der hier finde ich noch mit am schwersten, weil man halt auch nicht zu hoch kommen darf.
Und man muss weit genug. Nein. Nicht. Weiter unten probiere, treffe ich nicht. Da muss ich auch einen hohen machen. Ja, das kommt schon eher an mein erstes Video ran. Vollständiges Versagen. Yes, sir. Gut, das waren die Trainingslevel. Kommen wir zu Minitrap Nummer 1. Du. Schöne Farben. Ich mag dieses Lego-Muster nicht. Das nimmt irgendwie auch dem Schloss die Atmosphäre. Hat er jetzt vor allem die Soße da unten sieht bisschen wie Tomatensuppe aus. Nein. Kaugummisoße? Auf jeden Fall nicht wie Lava. Oder was auch immer das darstellen soll. Geschmolzene rote Lego-Blöcke. Das kommt, glaube ich, am ehesten hin. Nice. Jetzt kommen Fischis. Ich hasse Fischis. Das war ein Fehler. Zum Glück kann man als Mario-Hackspieler ja seine Safe-States abusen. Entschuldigung. Das war gerade nicht so geplant. So. Jetzt aber mal ein bisschen Konzentration. Für den letzten brauche ich die Unterstützung eines Fisches. Sollte aber machbar sein. Komm, die fliegen doch gar nicht so schlecht. Danke. Naja, wie gesagt, es gibt vermutlich irgendwo hier noch Secrets, die werde ich aber nicht alle suchen, sondern mich erstmal hier drauf beschränken. Naja, Level geschafft. Das war ja schon ein bisschen einfacher. Und das war mir erstmal schon aufgefallen, dieser Blinken vom Level geschafft ist in den Bergen oder in den Hügeln, was auch immer. Wieso da?